Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Goalie Notes. Heute die Grizzly zu Gast bei dem IHC Red Bull München. Es wird eine schwere Partie. Klar, mit Danny Austin Birken, der hat 7 Spiele gemacht. 93er Fangquote, das ist große Klasse. Und bei uns ist es 88,8 die Fangquote. Ja, ich spiele tatsächlich auch Hockey Ultimate Team Plex. Heute kam die erste Folge auf dem YouTube-Kanal und ich habe schon wieder... Und da muss ich echt dran denken, Freunde. Erinnert mich da nächstes Mal dran. Kann doch nicht sein. Auf zum Shootout. Na bitte nicht zum Shootout, wenn dann zum Shutout. Bloody Durst. Kick, 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 kick. Was kann ich holen? Stitch ist unterwegs, der ist nicht drin. Und es gibt die erste Strafzeit. Das ging schnell, 45 Sekunden. Macht nichts, Lemmy, alles gut. Zwei Sachen vergessen, Bloody. Was habe ich noch vergessen, Infoter? Was habe ich vergessen? Werde hier von 2 belagert. Sehr, sehr cool. Jetzt aber, komm! Yes! And he scores backhander! Jawohl, ja! Woo! Cole Castles in Unterzahl. 1 Minute gespielt. Meine Frau macht Essen, sie sagt, ich soll dir zugucken. Sehr nice, Sebi. Grüße an die Frau, dann lobe ich mir. Sau cool. Was natürlich nicht sein darf, dass wir jetzt mit 5 Schüssen 4 Tore schießen. Dann müssen wir wieder ein bisschen nach oben gehen, aber es braucht halt am Anfang einfach die Zeit. Das ist völlig normal. Aber trotzdem wichtig ist zu wissen, dass auch Wolfsburg die Tore erzielen kann. Nein, 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 nein. Welcome back, Blackhawk. Prestige 1, General. Private Blackhawk meldet sich zum Stream. Und beim IHC Red Bull München sind wir am 20. Oktober beim Spiel gegen die Krefeld Pinguine. Da freue ich mich auch drauf. Danke, Kean, für die Werbung. Und lass ein Abo da, das ist nett. Scheibe ist begraben, die Unterzahl läuft. Danke, Ligo! Olli. Spoil wieder zurück auf Elis. Aber sehr gutes Stellungsspiel und dann die Scheibe weg. Sehr gut. 38 Sekunden noch in Überzahl. Die Münchner. Und Wolf. Michael Wolf. Jeffrey. Olli. Wieder Wolf. Wolf gegen Wolfsburg. Und dann das kurze Eck zugemacht und die Null, sie steht. Powerplay auch jeden Moment vorbei. Powerplay auch jeden Moment vorbei. Elis auf Wolf, harter Check. Und Elis auch. Also Wolfsburg drückt. Und Wolfsburg versucht's. Komm. Sislo. Olli, Mauer. 5 Minuten gespielt. Und schon ordentlich was los hier. Harter Check gegen Furchner. Bitte nicht in der Chat jetzt voll spammen mit den Commands. Wie werde ich Soldat? Den ich bei der Bundeswehr anrufe und sage, hier, hier. Hager, sehr schön, Likens. Oder indem man hier 49 Euro donatet, ist wesentlich ungefährlicher. Und man ist auch Soldat. Vokes. Ist fast ein Phrasenschwein wert. Aber kein Problem, Doggy, dauert immer. Servus, Revi. Wunderschönen guten Abend. Vorsichtig. 8 Minuten noch. 12 gespielt. Bloodynader gibt's noch nicht, nee. Bloodynader. Er soll's. Komm, hau das Ding rein. Aubin, Dena. Das Welch, Castles. Wann kommt der Abschluss, Leute? Wann kommt der Schuss?
Das ist eins wert. Wow, Scheibe geht drüber, alles klar, hey, Doggy. Tu mal was ins Phrasenschwein. Aubin. Abelshauser. Es bleibt beim 1-0. Achtung! Beförderung! Der Private geht mir dann doch so langsam auf die Kette. Raute BL 00 du Ami. Der Private? Wie geil ist das? Der Private geht mir dann doch so langsam auf die Kette. Blackhawk! Vielen Dank für den Support. Danke für die Unterstützung. Und Gratulation zum Private First Class. Dankeschön, lieber Ligo. Du bleibst im Private, aber zumindest Private First Class. Und ich danke dir für den Support, der uns wieder ein Stück ans Erreichen des Spendenziels für die DL Stadion Tour bringt. Dankeschön, lieber Blackhawk. Der Private. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Lieber Blackhawk. Was ist die am meisten unterschätzte Mannschaft in der NHL? Also letztes Jahr waren es definitiv, also wirklich definitiv, die St. Louis Blues und generell auch die New York Islanders, die Carolina Hurricanes. Das sind alles so Mannschaften, die man von Anfang an, glaube ich, nie auf dem Schirm hatte. Das ist so, sich dann am Ende durchzusetzen gegen die Division-Sieger, das ist schon krass. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr weitergeht, Strafzeit München. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und es gibt die erste Überzahlsituation der Wolfsburger. Jetzt vielleicht auf 2-0 erhöhen, wäre geil. Wäre definitiv geil. Cheer 100. Lochi! Vielen Dank für den Support, danke für die Unterstützung und danke für 100 Bits. Muchas gracias. Jetzt kommt, oh, wenn der ankommt. Naja, öffentlich First Class hört sich auch komisch an. Ligo, öffentlich First Class. Wegen Private und so, ne? Kommt gleich wieder das Phrasenschwein beim Ligo vorbei. Tu mal was ins Phrasenschwein. Bittet da wer um Bits. So ist Viking. Wunderschönen guten Abend. Und Albert auf Sislo. Und wieder Albert. Prinz Albert wohlgemerkt. Nein, natürlich nicht. 43 Sekunden noch Überzahl. Was, Doggy, kein Sub? Und ich weiß schon, was kommt. Vorsicht, ey. Keine Strafzeit angezeigt. 17 Minuten noch Durchgang 2. Sislo. Werbung. Doggy kriegt erstmal Werbung. Also von mir ist sie nicht. Doggy, ich kann keine Werbung schalten, weil ich kein Partner bin, sondern nur Affiliate. So, München wieder komplett. Wolfsburg. Yes! Mahacek, da ist es! Wolfsburg trifft erneut! God save! Nicht die Queen, sondern Wolfsburg! Wenn das so weitergeht, kann ich eine Schweinefarm aufmachen. Hey, tu mal was ins Phrasenschwein. Definitiv, definitiv kann er das. Schon das dritte Mal. Ja, fertig? Werbung, das kann ich gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Oh je, Blackhawk muss erstmal PC neu starten. PC-Rip. Seidenberg, Parlett. Wir müssen das jetzt halt beobachten. Mit den Schüssen. Jetzt war nämlich gerade der zweite Schuss. Das ist halt, glaube ich, das Manko. Dass einfach so wenig Schüsse aufs Tor kommen. Und wenn man dann nur 8 Schüsse hat und für den 8 Schüssen keiner reingeht. So ist es momentan auf jeden Fall relativ ausgeglichen.
Die Werbung kommt von, ach so, wegen September. Alle, die nicht wissen, was der September ist, während des Septembers, jeder neue Sub kostet keine $4.99, sondern $2.50, also die Hälfte. Aber der Streamer wird komplett supported. Ist immer im September irgendwie, also immer im September. September. Mauer. Wie eine Mauer da, der gute Bloody. Und so macht's aktuell Laune. Es fallen jetzt ein bisschen Tore. Lieber Gott, lass hier den Regen und nimm den Bedürftigen den Regenschirm weg. Nein! Verdrückt! Ey, den wollte ich. Ins Phrasenschwein. Das ist sehr, sehr geil. Oh, schade, Wolfsburg. Jaspers. Wieder keine Strafe. Ich denke immer, das ist ein Haken, aber nein. Ah, die Funkmaus wollte nicht mehr. Funkmaus. Hallo, Funkmaus. Das ist ein Grund, warum ich keine Funkmaus habe. Und früher, wo ich noch gezockt habe, immer wenn da die Funkmaus leer ist, das ist so krass. Genau, Phrasenschwein, nicht Büro. Das ist nebendran gewesen. Ich habe mich verklickt. Verklicker das mal. Ich habe mich verklickt. So, komm jetzt. Auf geht's, Wolfsburg. Und ich glaube, mit den Einstellungen, da können wir auch ein bisschen was reißen. Da ist es ein bisschen, natürlich von den Schussstatistiken her, keine Frage, dann ist es vielleicht unrealistisch. Dann haben wir 6 Schüsse, 4 Tore oder 3. Aber so ist es dann wesentlich realistischer, weil wir auch mal Tore schießen. Aber wir gucken mal, ob das am Ende Überhand nimmt oder nicht. Wir beobachten es einfach. Aber bislang ist es, glaube ich, ganz gut. Oder was meinst du? Oder ihr? Vigo, ist okay? Ich glaube, das ist die beste Einstellung. Dann ist halt die Schussstatistik. Vorsichtig, wieder München über Wolf. Oh, da war schön abgewehrt. Also, zweites Drittel vorbei. Und es steht 2-1, ist völlig okay. Ligo und ich sind zufrieden. Ligos Antwort kann ich nicht sehen, euer Sven. Aber danke, dass du für ihn antwortest. Und Blackhawk, du wolltest doch auch, oder du bist doch bei der Navy, oder? Blackhawk, PFC, Navy. Ich muss mal gucken, es gibt doch bestimmt auch die Dienstgrade da unten schon, was Euler sagt. Ja. War das jetzt so, du stimmst ihm zu? Wegen dem Affengesicht? Oder denkst du so, was der Euler sagt? Haltauer. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. So, und ab nächste Woche, liebe Freunde, wenn wir von der Stadiontour zurück sind, dann werde ich wieder für den kommenden Dienstag im Stream die Excel-Liste parat haben für unsere Bloody Army. Und ich meine, gut, bei Ligo weiß ich, wo die Reise hingeht. Ligo wird wahrscheinlich wieder Goalie sein, oder? Oder Ligo, du wirst wieder Go Subscript. Blackhawk! Vielen Dank für den Support, danke für die Unterstützung. Und Doggy, willkommen zurück bei den Eishockey-Profis. Und das war der 60. Gifted Sub vom guten Blackhawk. Wahnsinn. Wahnsinn. Lord Nix Navy, bin Bodentruppe, beziehungsweise. Stimmt, das war das. Ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber du warst ja hier Truppenarzt und so. Jetzt. Ich dachte, ich habe einen Fehler bei den Rängen, aber nö, stimmt alles. Stimmt, Rosendorf war hier, Oberleutnant zur See jetzt. Hat ja auch im Dienstgrad Upgrade gekriegt am Dienstag. Haha, Dienstgrad Upgrade am Dienstag. Schuss geht vorbei. 9,5 Minuten noch. Mahatsche kämpft, aber aus den Bücken safe. GM-Mode wird geil. GM-Mode
Wird geil. Ja klar, die anderen Positionen kann man doch gar nicht... Ligo, Alter. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Das dauert noch, Kondor. Wie viel hat Ligo? 160? 165? Ja, schon so ein, zwei Tage. Das stimmt. Doggy ist auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Finde ich aber geil. Finde ich aber wirklich geil, diese Community. So dieser harte Kern, der ist doch zum größten Teil geblieben. Sind auch viele vom harten Kern mittlerweile weg, was schade ist, aber es ist nicht zu ändern. Damit muss man einfach leben. Aber so, es kommen auch neue dazu. Und das ist eine Strafzeit, das ist bitter. Ja, natürlich, Doggy. Natürlich. Das denke ich mir auch, Skaterhockey. Das denke ich mir auch, Skaterhockey. Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Stellt euch mal vor, wir hätten 2.000, 3.000 Zuschauer. Dann wäre diese muckelige Community, die wäre dahin. Ich könnte gar nicht mehr dem Stream folgen. Das wäre unmöglich. Rechts außen Spielmacher, links schön. Jetzt gerade nicht, Blackhawk. Machen wir ab Dienstag. Aber das wird dann selbstverständlich notiert. La Bloody Familia, genau. Babyman, ja. Leider, in Anführungsstrichen, ja. Das ist wieder so ein Dankeschön an die... Oh, bitter! Ganz, ganz bitter. 2:2. München gleicht aus und wir kriegen es nicht hin, ein Spiel nach regulärer Spielzeit zu gewinnen. Das ist doch momentan echt verflucht. Schade. Schade, schade, schade. Und was mir so, was ich immer so ein bisschen bemerke, und da wird mir Ligo, glaube ich, zustimmen, das Problem bei mir ist einfach, wenn von außen der Querpass kommt, der geht ganz oft bei mir rein. Der geht ganz oft bei mir rein. Da habe ich riesen Probleme mit. Das ist wahnsinnig. Da habe ich echt Ultra-Probleme, wenn dann die Querpässe kommen, so schnell zu schalten. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Kameraeinstellung geschuldet, dass man es einfach nicht so schnell und so gut kommen sieht. Genau, Babyman. Vielleicht denke ich das bei der Army. Und Olymp auf Sislo. 2 Minuten noch. Vielleicht schafft Wolfsburg ja doch noch den erlösenden Treffer. Ich will keinen Shootout. Das liegt an deiner Sichteinstellung, okay. Letzte Minute läuft. Bei Bloody steht es Z. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Ja, ja. Bei mir steht es ZZ. Ziemlich zügig. Alles klar, Dungeon. Jetzt aber, komm, komm. Ein Schuss noch. Irgendwie, aber nicht übers Tor. Und Ligo reibt sich doch wieder die Hände. Haha, Shootout, der kriegt damit auf den Sack. Wenn überhaupt Shootout. Bitte. Das Field of View. Ich will das halt so zeigen, weil es halt wirklich detailliert ist. Genau so ist es. Ligo, das ist es halt. Kleiner Tipp, das Tor muss zu. Scherz, Keks, Eulers-Fan. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Einfach die Kameraansicht ändern, Sebi. Letzten Sekunden, komm, Wolfsburg, Albert. Und die Chance. Oh. Wow, aus dem Birknes geht in die Overtime. Nochmal zweimal die Riesenchance. Werbung, ihr habt morgen ab 19.25 Uhr noch nichts vor. Sehr gut, denn Sport 1 überträgt zum DEL-Auftakt das Spiel der Red Bull München bei den Augsburger Panthern live im Free TV. Dann schiebe ich nochmal eine Werbung hinterher. Morgen ab 19.20 Uhr oder auch ab 19.15 Uhr bei Magenta Sport kostenlos die erste Konferenz der Deutschen Eishockey-Liga für alle kostenfrei. Sorry, Blackhawk, doch gar nicht schlimm. So, Ole auf Bergmann. First Person in der NHL, das ist nicht gut. Nein, das ist okay. Servus, Blochi. Ah, wir hatten schon.
Für mehr Übersicht ist fixiert am besten. Das kann ich nicht leider machen, Babyman. Wenn ich nämlich irgendwo eine Ausnahme mache, dann muss ich mich rechtfertigen, warum ich da nicht eine Ausnahme mache und warum ich da nicht eine Aufnahme mache. Das ist schwierig. Und deshalb kann ich das nicht machen. Das wäre auch so ein bisschen, ja, für die anderen, die da wirklich immer mit dem Support dabei sind, wäre das ein bisschen schade. Ich bin Jedi, ich darf das, so ist es, Black Hawk. Jetzt komm schon, Wolfsburg. Mach es! Ach, hör doch auf, sagt Sammy. Konzentration, Olim. Aber ich glaube, mit den Einstellungen, die wir haben, ist es relativ ausgeglichen. Und das ist okay. Möge das Saft mit euch sein. Das ist aber wieder was anderes, oder? Das war doch hier Spaceballs. So ein geiler Film. Durchkämmt die Wüste. Alle stehen da mit einem Kamm. Hammergeiler Film von Mel Brooks. Oh, was war das denn? Alles klar, Blochi. Achtung, Xbox, ich brenne PlayStation. Warte, ich rufe den Krankenwagen. Wiu, wiu. Hey, tu mal was ins Phrasenschwein. Ah, geil. Jeden Mal das Gleiche. Box. Nur noch 50 Sekunden. Oh, bitte Wolfsburg, bitte Wolfsburg. Jetzt. Oh. Mahacek. Bring das Ding jetzt noch irgendwie rein. Irgendwie in die Maschen. Welch, ein Schuss. Lautner. Was? Das ist mir doch jetzt egal, dass Anthem in the Wall ist. Walt Disney. Albert. 10 Sekunden, es geht in die, ins Shootout. Ligo? Oh, bitte nicht! No, please, no. Es geht ins Shootout, ich drehe ab. Ich drehe echt ab und Ligo freut sich. Sind wir Spielgut? Aber wir haben einen Punkt zumindest. Und wir wollen den zweiten jetzt ebenfalls noch. Come on! Das muss ich selber machen. Gibt's ja nicht anders. Bloody Butterfly nicht stock safe. Ah! Wie war Butterfly nochmal, Ligo? Mit denen da hinten? Oder was? Wie? Oh, ich hab viel vergessen. Ich hab viel vergessen, Ligo. Yes! Und danke, Spielgruppe, für die Live-Übertragung. Komm schon, mach das Ding rein, Olim. Oh, nimm ihn nach außen. Und er nimmt ihn nicht auf die Vorhand. Hier, da hätte er nach links sollen. Danke, Ligo. Jetzt muss ich treffen. Fuck! Shootout, das ist nicht meine Welt. Schade. Schade. Aber das Spiel war ansehnlich. War wesentlich torgeladener, war wesentlich besser als noch die letzten Spiele. Und ich glaube, mit den Einstellungen kommen wir rum. Und jetzt holen wir zu Hause in der nächsten Partie gegen Bremerhaven hoffentlich den Sieg. Weitermachen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Iserlohn auf der 1 vor Ingolstadt.
Nürnberg, Düsseldorf, Augsburg, München, die sich durch den Sieg wieder nach vorne schieben können. Vor Köln die Berliner ganz schön durchgereicht. Dann auf 9 die Adler Mannheim, dahinter Straubing. Danke für die Live-Übertragung, Revi. Bremerhaven auf der 11 vor Wolfsburg, Schwenningen und Krefeld. Da unten ist es sehr, sehr eng. Mit einem Sieg könnten wir theoretisch auf Rang 9. Wir gucken, wie es in der nächsten Folge läuft. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über Daumen hoch freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.